wieder mit dabei seid. Heute bin ich tatsächlich etwas aufgeregt wegen diesem Video. Ich darf nämlich Teil sein eines Adventskalenders, der sich nennt Xmas Countdown. 25 YouTuberinnen sind wir, die euch die Adventszeit etwas versüßen. Jeden Tag bekommt ihr dann ein Video, am 24. dann zwei Videos. Und es ist so, dass ihr in jedem Video etwas gewinnen könnt. Heute bei mir im Video etwas für die Haare, da kommen wir aber im Anschluss nochmal dazu. Und es ist so, dass dem Ganzen noch eine Krone aufgesetzt wurde, mit Juwelen sozusagen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, diese Nikon-Kamera hier zu gewinnen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Also ich hätte sie auch gerne, aber ich gönne sie euch natürlich von Herzen. Und was müsst ihr dafür tun? Es ist total einfach. In jedem Video sind Sterne versteckt, die ihr dann bitte zählt. Und wenn ihr die richtige Anzahl der Sterne an eine E-Mail-Adresse schickt, dann habt ihr eben die Möglichkeit, die Kamera zu gewinnen. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch natürlich nochmal unten in die Infobox, sowie alle Mädels, die daran teilnehmen, für jeden Tag, damit ihr kein Video verpasst. So, das war soweit erstmal zu dem ganzen Projekt, dass ihr da Bescheid wisst. Ich habe tatsächlich lange überlegt, was ich denn hochladen könnte. Ihr wisst ja, dass ich total gerne DIYs mache, ich koche gerne und so weiter. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und deshalb wird es im Anschluss ein kleines DIY für euch geben, einfach um euch ein bisschen Weihnachtsstimmung ins Wohnzimmer zu bringen. Und ich habe euch noch ein paar Familieneindrücke von uns mit dazu gehängt ans Video. Ich hoffe, ihr freut euch. Gestern hat die liebe Julia ein wunderbares Video hochgeladen und morgen wird die liebe Patty vom Kanal Obacht ihr Video hochladen. Sie durfte ich kennenlernen beim Astor-Event. Da war ich total glücklich. Anfang des Jahres eine ganz bezaubernde junge Frau. Aber ich erinnere euch an diese Videos nochmal am Ende des Videos, von meinem sozusagen, damit ihr das Jahr nicht vergesst. Aber jetzt habe ich echt genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Weihnachtszeit bedeutet doch meist Hektik, Stress und endlose Weihnachtsshoppingtouren. Aber Besinnlichkeit, Ruhe und Gemütlichkeit, das ist doch eigentlich das, was wir uns alle wünschen und uns erhoffen von dieser Vorweihnachtszeit. Ich selbst weiß, wie wichtig die Zeit mit meinen Kindern ist, denn sie werden so unglaublich schnell groß und deshalb versuche ich immer wieder, wo es nur geht, mir etwas freizuschaufeln. Dann entstehen schöne Kunstwerke und die sind einzigartig, unbezahlbar. Ich habe weitere Erinnerungen mit ihnen geschaffen, Erinnerungen, die uns so keiner nehmen kann an unsere schöne Vorweihnachtszeit.
wenn wir alle gemeinsam am schön gedeckten Tisch sitzen und lecker essen. Übrigens ist es bei uns ein Brauch, einen Platz für einen unerwarteten Gast mit einzudecken. Und an Silvester darf der Teller Linsensuppe nicht fehlen und alle Italiener unter euch wissen sicher, was das bedeutet. Am 8. Dezember steht dann übrigens auch schon unser Tannenbaum. Es ist ein sehr wichtiger Tag, das ist das Fest der Heiligen Maria bei uns in Italien und das ist eben ein Brauch, dass da schon der Tannenbaum aufgestellt wird und dann auch geschmückt wird. Ich finde es auch irgendwie schöner, wenn ich ehrlich bin, denn so haben wir einige Wochen eben was von unserem Tannenbaum. Hier seht ihr, meine Mäuse sind total stolz und präsentieren euch das Endergebnis sozusagen. Ich liebe es, ins Wohnzimmer zu kommen und diesen Geruch einfach, ja, von unserem echten Tannenbaum. Rituale sind gerade zu dieser Jahreszeit für mich sehr wichtig. In diesem Jahr ist der Nikolaus nicht mehr gekommen, leider, denn meine Kinder sind schon etwas zu groß dafür. Aber das Bohlen, das gehört immer mit dazu, wenn wir in Italien sind. Meine Mäuse freuen sich da schon riesig drauf. Und hier seht ihr jetzt noch ganz kurz meine Schwester bei der Geschenkübergabe. So, meine Lieben, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Jetzt kommen wir, wie versprochen, zur Verlosung. Und zwar habe ich dieses tolle Glätteisen hier von Nusha für euch. Es ist natürlich nagelneu und wenn ich es selbst noch nicht hätte, würde ich es mir kaufen. Denn ihr wisst, dass ich sehr pingelig bin mit meinen Haaren. Ich lasse da tatsächlich nicht alles ran, aber dieses hier, das kann ich wirklich unterschreiben, ist grandios. Und das würde ich euch einfach zukommen lassen von Herzen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr Schönes an Weihnachten macht. Ihr müsst mir natürlich keinen Roman da reinschreiben, einfach nur, damit ich mal sehe, was ihr an den Weihnachtsfeiertagen so macht. Da würde ich mich total freuen. Und es geht natürlich an die treuen Abonnenten meines Kanals, ganz, ganz wichtig. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch natürlich nochmal unten in die Infobox. Und jetzt wünsche ich euch eine wirklich schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit. Lasst euch bitte nicht stressen. Was kaufe ich hier, was kaufe ich da? Genießt die Zeit zusammen mit euren Lieben. Ich sag's euch wirklich von Herzen. Meine Eltern leben leider in Italien sehr, sehr weit von uns entfernt. Zusammen mit meiner Schwester, ich habe sie ein ganzes Jahr nicht gesehen, was wahnsinnig traurig ist. Wie gerne würde ich sie einfach mal zum Essen einladen oder zum Kaffee trinken, mit meiner Mama zusammen in die Stadt gehen und bummeln. Und das funktioniert natürlich leider nicht. Ich sage euch ein kleines Beispiel. Meiner Freundin werde ich zu Weihnachten Zeit schenken, denn natürlich wünsche ich mir für sie Gesundheit, Zufriedenheit und alles Glück dieser Erde, aber es liegt nicht in meiner Macht. Und deshalb habe ich mir überlegt, nachdem wir wenig Zeit miteinander haben, sie einzuladen in ein Restaurant ihrer Wahl. Und dann werden wir dort hoffentlich einen schönen Abend verbringen und uns Erinnerungen schaffen für die Zukunft. Und das ist doch viel, viel mehr wert als irgendwas Gekauftes. Und vielleicht als kleinen Tipp für euch, denkt dran, die Lieben, die ihr um euch rum habt, sowas wertzuschätzen, dass ihr sie überhaupt in eurer Nähe habt, denn das ist wirklich unbezahlbar. Ja, bevor ich jetzt das Heulen anfange, was wir natürlich alle nicht wollen, muss ich noch ein Versprechen einlösen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich überhaupt kein Mützengesicht habe, aber hier steht Rossella Mia und ich habe es meinen Mädels versprochen, dass ich es mal im Video anziehe. Oh mein Gott, wahrscheinlich sehe ich jetzt aus wie der letzte Vollhorst, ne? Alles nur wegen euch, also meinen Mädels. So, also bitteschön. Versprechen eingelöst. Hilfe, warum mache ich das? Also ich beende jetzt dieses Video. Meinen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, meine Lieben. Da würde ich mich natürlich total freuen. Ich sehe aus wahrscheinlich, ne? Egal. Also abonnieren ist kostenlos, da würde ich mich freuen. Schaut jetzt auf jeden Fall noch bei der lieben Julia vorbei, beziehungsweise morgen bei der lieben Patty. Fleißig Sterne zählen, damit ihr die Möglichkeit habt, die Kamera zu gewinnen. Lasst es euch jetzt gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!